Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Drobikus 6. So, was haben wir denn jetzt hier noch so? Das haben wir ja alles gemacht, ne? Die nächsten beiden sind 1,50. Politik sieht gut aus. Genau, jetzt, wir haben ja, ich glaube schon vor zwei Folgen haben wir das Ministerium gebaut. Und jetzt sollten wir auch mal was damit anfangen. Das kenne ich ja auch noch gar nicht. Bildungsministerium. Unbesetzte Position. Religionskandidaten, Kommunisten, Militaristen und Kapitalisten. Das heißt, ja, was heißt das? Hat das einen Vorteil, wenn wir da jemanden nehmen? Aus welcher Partei? Ich würde jetzt sagen mal, weil wir sind ja, lass mal sortieren. Wo sind wir denn beliebt? Bei den Kommunisten sind wir ganz gut beliebt. Bei den Militaristen auch. Das verstehe ich mal gar nicht. Wir bauen am Militär, bauen wir im Prinzip gar nichts. Wir sind ja Pazifisten, daher wundert mich das. Religion stehen wir eigentlich relativ schlecht da. Ja gut, wir haben auch eigentlich auch nicht so viele Gebäude. Na gut. Wen nehmen wir denn da am besten? Das ist ja jetzt für Bildungsministerium. Muss ich für jeden Einzelnen machen, geht das? Verteidigung, Wirtschaft, Außenministerium, Innenministerium. Oh, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch geil. Das würde ich nehmen. Umweltschutz, ja. 20%. Was haben wir denn hier? Tau 100, 100 Dollar pro Monat. Ja gut, ist jetzt nicht so viel. 100 Dollar pro Monat. Aber gut, ist auch geschenktes Geld, ne? Das ist auch nicht schlecht, Umweltkandidat den Index zu erhöhen. Oder hier Güterpreis zu erhöhen, ist auch sehr geil. Ich würde sagen, machen wir das hier mal. Touristen. Wirtschaft. Was haben wir hier? Okay, das im Moment aber fast nur überall für Umweltschützer. Wir sind halt nun mal sehr beacht, eine gute Umwelt zu haben für unsere Insel. Finde das schon sehr wichtig. Ja, gut. Nehmen wir mal das. Und dann nehmen wir auch
haben Bild. Was? Gut instruierte und reiche und stinkreiche Tropikaner haben Zugang zur Bildung. Und 2 pro Lehrer, okay. Ja, schwierig gerade. Was kann man da nehmen? Ja, komm, nimm mal das. So, die Plätze sind natürlich leider nicht belegt, weil es können ja nur Tropikaner in uns, also in die Politik einsteigen und nicht, also nicht Ausländer, die hier hergezogen sind. Das machen wir mal gleich in Ruhe. Aber deswegen müssten wir auf jeden Fall mal jetzt eine Uni bauen. Das ist schon lange mal Zeit, dort mal sowas zu bauen. Wo ist die Uni? Bildung, Universität, genau. Aber das wurde wirklich mal Zeit, sowas zu bauen. Und es passt hier auch gut in die Ecke rein. Oder wo kann man es denn noch hinbauen? Oder? Ne, hier passt leider nicht hin. Na komm, machen wir es hier hin. Hier passt ganz gut rein. Weil wir so viel Kohle haben, können wir schnell bauen. Zack, fertig. So. Gehirnzellen. Was? Gehirn verkauft sich? Nee, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass wir... Ja gut, wir kriegen dafür 300, aber das will ich ja nicht. Ich will ja nicht die Leute hier ausbilden. Und so im Schuss verschwinden die wieder hier. Dann fehlen uns ja gut gebildete Leute. Das geht natürlich auch nicht. Die Schule wird auch gut besucht. Das ist sehr gut. Was ist das hier? Achso, das ist noch nicht fertig. Und weil wir ja schon die ganze Zeit auf umweltbewusst machen. Können wir mal hier vielleicht das mal machen. Jeder misst es gleich. Genau, hier wurde das ja nicht ausgesondert. Und das will ich ja. Ich will ja die Umwelt besser behandeln hier auf dieser Insel. Wo ist denn hier nochmal die Müllkippe gewesen? War das hier Industriegebiet? Nee. Oder was fällt denn nochmal das? Dienstleistung? Hier. Wir können dann eigentlich das mal ein bisschen mehr hier in der Ecke bauen. Ne? Zack. Das hier können wir mal abreißen. Weil das steht irgendwie ein bisschen blöd da in der Ecke. Bauen wir hier daneben noch eins. So. Dann machen wir jetzt einmal für die Industrie Entsorgung. Da tun wir Umweltverschmutzung. Das Gebäude selbst wird um 10% gesenkt. Für die Industriegebäude ist das jetzt. Das hier ist für die öffentliche Müll. Da wird es nur um 20% reduziert. Das ist sehr gut. Dann machen wir das da. So. Dann haben wir schon mal etwas weniger Umweltverschmutzung. Das ist hier. Wie ist denn hier die Wohnqualität? 32. Ich dachte, die... Ah ne, die erholt sich ja immer. Genau.
So. Ich würde auch sagen, dass mal hier so welche Wohnungen hier mal Strom bekommen. Bekommt die hier Strom? Das können wir ja mal nachgucken. Elektrizität. Ja. Ist hier die ganze Ecke. Und auch hier die, sag ich mal, bisschen luxere Gebäude können auch Strom bekommen. Dass wir langsam mal in die moderne Zeit so langsam voranschreiten. So, dann haben die auch Strom. Dann haben wir das einmal. Wie sieht es hier aus? Sehr gut, die Leute gehen hin. In der Schule könnten wir eigentlich auch mal mehr bauen, ne? Vielleicht nur eine Schule mehr. Weil eine Schule ist doch ein bisschen wenig. Kathedrale könnten wir eigentlich auch mal bauen, ne? Jetzt bauen wir hier aber richtig, ey. Jetzt geht's richtig los hier. Das Geld wurde ausgegeben. Und das passt auch sogar sehr gut hier rein in die Ecke. Machen wir das auch. Was wollte ich jetzt vorhin bauen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Oh Gott. Meine Gehirnzellen. Was wollte ich jetzt bauen? Eine Schule. Genau. Zeige ich mein Mikro an? Ja. Gut. Habe ich auch schon geschafft, das Mikro auszumachen und einfach weiter zu labern. So, Schule. Und jetzt würde es sogar hier hinpassen. Dann machen wir das auch. So, aber jetzt sollte man wieder mal ein bisschen sparen. Das mit den Feldern hier müssen wir uns auch mal auf Dauer uns mal drum kümmern. Verlangen nach Wahlen, Präsident. Ach, die Wahlen sind schon wieder. Gut, was haben wir denn hier? Vor Probleme. Wohnprobleme, ja, das hatten wir ja schon beim letzten Mal gehabt. Müssen wir uns unbedingt drum kümmern, dass das irgendwie ein bisschen besser wird. Oder auch mit der Nahrung. Wäre auch nicht schlecht. Loben. Wen loben wir denn? Immer mal die Umweltschützer nochmal. Beleidigen brauchen wir niemanden. Versprechung. Nö. Im Moment nicht. Rede halten. Einwohner von Tropico, mein Volk, meine Kinder. Euer Wohlstand ist meine Auszeichnung. Eure Solidarität ist mein Glaube. Und ich empfange eure Liebe mit Dankbarkeit. Ihr seid mein Tropico. Andere Nationen schauen mit unverhohlenem Neid auf Tropico. Und das zu Recht. Wir haben die besten Wahrzeichen, während sie die ihren achtlos verlieren. Und was ist mit meinem Volk? Ich fühle mit euch, wenn eure Wände bröckeln und eure Dächer tropfen. Falls ihr Dächer habt. Bald jedoch. Dächer für alle und Wände für viele. Lasst uns von Wachstum sprechen. Denn Tropico muss wachsen wie hartnäckiges Unkraut. Und sogar Unkraut hat Freunde. Freunde des Planeten Erde. Ihre Liebe zur Natur ist von einer Art, die wir alle teilen können. Ich danke euch, meine Freunde, denn ihr habt mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin stolz, Tropicos Präsident zu sein. Viva Tropico! So. Moment, brauchen wir eigentlich keine Versprechung machen, weil es läuft einfach. Es läuft wirklich verdammt gut. Hätte ich ganz ehrlich gesagt, wo ich
dass die Let's Play-Reihe angefangen habe, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut läuft. Ich habe schon mit Problemen und Hindernissen gerechnet. Aber es läuft wirklich im Moment sehr gut. Es macht wirklich Spaß, dass das im Moment gerade so gut läuft. Und mit den Hotels weiß ich nicht, bin ich noch nicht so ganz zufrieden, auch mit denen hier. Oh, hier gehen zwei hin. Arme Leute. Na, immerhin. Immerhin zwei Leute. Und hier läuft es im Moment ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Vorzug von Erholung. Vielleicht liegt es auch an den Touristen, ne? Dass das halt Erholungstouristen nur ist. Aber was soll ich denn sonst machen? Fällt gerade nichts Besseres ein. Vermögensteuer, Bildung, Förderung der Bildung. Vorzubauen, ne? Militärpolizei, Kriegsrecht. Polizeiwache. Glocken. Was ist das denn? Oh ne, das brauchen wir nicht. Baugenehmigung. Ja, können wir mal machen. Kann ich denn das nicht so in der Reihenfolge machen, dass das jetzt das hier gemacht wird und danach was anderes? Ah ja, das geht, okay. Das ist schön. Dann brauche ich mich nicht ständig drum zu kümmern. Die hier können auch mal gemacht werden. Das mal hier mal endlich das hier alles erforschen. Geht ja gar nicht. Das dauert ja eine halbe Ewigkeit. Was ist denn das? Ne, das brauchen wir nicht erstmal. Das können wir auch mal nehmen. Ich glaube, mehr passt da nicht hin, ne? Wettbewerber ist das. Ne, mehr passt auch nicht hin. Na gut. Ja. Wundert mich auch nicht, dass kein Tourist hier hin will, wenn hier die Hütten direkt vor der Haustür stehen. Ich glaube, das mit den Häusern hier hinten hinzumachen ist... Ach doch, es geht. Na, wieso? Bauen die hier direkt hin? Das will ich nicht. Machen die Umgebung schlecht. Klimaanlage. Da müssen wir aber ein Umspannwerk bauen. Jetzt kommt das bis dahin. Und einmal das. Nein. So, dann müsste das eigentlich auch soweit passen. Ja, dann passt das soweit. Ist hier auch überall Strom. Dann können wir das mal erhöhen, dann ist die Effizienz besser. Weiß nicht, dass das... Ja doch, die Wohnqualität steigt auf jeden Fall. Ist schon mal besser. Und Aufzüge. Ist auch immer sehr gut. Hier braucht man nichts. Anfängerkurs.
kann denn hier rein? Oh, 23. Was? Wieso? Was ist denn hier so schlecht? Schönheit erhöht den Effekt. Ja gut, der ist auch gut. Servicequalität des Gebäudes. Ja, und warum ist Ort 23%? Was soll denn das heißen, 23%? Das ist ein wunderschöner Ort hier, um einen Golfplatz zu spielen. Na gut. So, wir müssen uns auch mal weiter drum kümmern, um den Handel. Weil davon sind wir nun mal abhängig. Wenn der nicht mehr läuft, dann ist es vorbei. Dann können wir einpacken. Nimm mal Bananen. Was kann man denn noch? Genau, das mit der Schokolade wollen wir auch gleich mal machen. Ich glaube, wir machen das aber beim nächsten Mal erst. Das ist hier schon wieder 21 Minuten haben wir. Ah, die Zeit geht immer so schnell rum, ey. Zigarren tun wir ja noch verkaufen, ja. Oh, die Preise sind gesunken um 1%. Verkaufen wir rum? Nee, das könnte man machen. 1000, das ist in Ordnung. Ist nicht viel. Es geht schnell. Ja, das ist erstmal in Ordnung für den Anfang. Wie kostet eigentlich die nächste Lizenz? 15.000. Gut, dann sagt man nicht nein. Die nächste würde auch 15.000. Okay. Und nochmal 15.000. So, dann haben wir alles davon auch schon mal freigeschaltet. Dann haben wir das schon mal vorgesorgt. Ich würde hier irgendwie schon gerne noch ein Hotel bauen, aber wenn hier keiner kommt, dann bringt mir das ja auch nichts, ne? Das können wir auch schon mal freischalten. Wohnqualität wird verbessert. Oh, das ist schon mal sehr interessant. Ja gut, ich würde mal sagen, mache ich hier erstmal Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.